Moin Freunde, willkommen am Shisha-Stammtisch. Ich bin Shabby und ich glaube, ich habe mich kurz verhaspelt, aber darum geht's nicht. Es geht um diesen wunderschönen Funnel hier und warum im Titel steht der bessere Oblako, einfach weil mir dieser Hype unfassbar auf die Eier geht. So sehr, dass meine Eier schwitzen. Ja, cringe, aber egal. Also, ich stelle euch den Werkbund Medieval Funnel vor, Preis 27,90 € auf den meisten Seiten. Vielleicht gibt es aber auch ein paar, zumindest habe ich eine Seite gesehen, wo es den sogar für 29,90 € zu kaufen gab. Aber ich sage mal im Schnitt 27,90 €. Und das ist ein Funnel mit einer wunderschönen Glasur. Das Tabakdepot ist ungefähr 21 wollte ich schon sagen, 1,5 cm tief. Ich würde sagen, ja doch, 1,4 cm habe ich im Internet gelesen. Sagen wir 1,5 cm und damit kann man schon ordentliche Sessions machen. Darauf komme ich aber erst später. Erstmal will ich euch den Kopf zeigen, optisch. Das ist die, kann man das Farbkombi nennen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es gibt drei Farbvarianten, beziehungsweise Musterfarbvarianten, wie man das auch immer nennen mag. Das ist die Variante Lettering, wenn ich mich richtig entsinne. Und jetzt kommen wir erstmal hier zum Optischen. Vorne ein wunderschönes Muster, ich hoffe, man sieht das, fokusmäßig als auch, dass ich es richtig in die Kamera halte. Wie gesagt, 1, ich weiß nicht, habe ich das schon gesagt? 1,4 cm ungefähr Tabakvolumen und eine wunderschöne Lasur mit einem echt schönen Übergang zwischen Lasur, also was ist denn das eigentlich für eine Farbe? Chrom? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein wunderschöner Übergang. Hier auf der Rückseite kurz, hier aber etwas länger bzw. lang nach unten gezogen mit dem Muster in der Farbe, was jetzt aber ein bisschen verdunkelt ist. Nach, ja, wie lange habe ich den? Nach ungefähr 2 Monaten Rauchen in diesen, ja, nicht braun, in diesen, ja, braunen Ton Farbgemisch auf jeden Fall. Und genau, jetzt kommen wir aber erstmal zum Kopfbau und dann zum ganzen Rest. Ich hoffe, es gefällt euch. Genau, ihr könnt ja einfach mal auf Ehre da unten abonnieren und ein Däumchen nach oben da lassen. Ja, ach ja, eine gute Sache hat das Ganze noch. Ihr wisst ja, was ich auch eben am Anfang erwähnt habe, der Oblaku ist ja seit Monaten im Hype und irgendwie hört das nicht auf. So krass, dass es immer wieder aufgestockt werden muss mit Engpässen und so weiter. Aber ich bin kein irgendwie kein Streamer, der 2, 3 Mal die Woche streamt und deswegen irgendwie durch, weiß nicht, Kooperation oder was auch immer, alle 3 Minuten 6 Mal erwähnt, dass der Kopf der beste ist. Nein, diesen Kopf durch unsere geringe Reichweite wird es wahrscheinlich immer geben. Deswegen kommen wir zum Kopfbau. Und ich bin wirklich gespannt, beziehungsweise ich hoffe, dass ich den Kopfbau nicht verkacke, weil im Video verkacke ich es oft. So, Kopf ist hingestellt. Wundert euch nicht über die Katzenhaare hier am Rand, weil ich musste meinen Kater gerade rausschmeißen, weil er hier die ganze Zeit rumgelaufen ist. Wir rauchen FFM von Babus Tobacco. Das sind noch Reste von der alten Produktion. Und ich würde sagen, kommen wir zum Kopfbau. Also, erstmal, wie üblich, einfach hier Tabak rund um das Loch, ja, packen, positionieren, nennt es wie ihr es wollt. Dann müsst ihr den Tabak einfach hier ein bisschen begradigen, nicht zu doll andrücken, am besten so ungefähr, ja, 2, 3 mm. Und dann ran, je nachdem, ob ihr mit Noppenkontakt rauchen wollt oder ohne. Ich ziehe den Tabak immer so, dass ich nicht, den nicht andrücke. Wenn zum Beispiel hier zu wenig wäre und hier zu viel wie in dem Fall, dann ziehe ich den einfach nur. So wie ein, ja, wie soll ich sagen,
wie ein Besen. Und das macht ihr so lange, bis ihr zufrieden, also bis ihr selbst zufrieden seid. Das ist gar keine Wissenschaft eigentlich. Hauptsache, der Tabak ist gleichmäßig im Kopf drin. Und das machen wir jetzt so lange, bis es gut aussieht. Und das macht ihr so lange, bis der Kopf ungefähr so aussieht. Ich werde jetzt noch obligatorisch nur so tun, als ob ich mit dem Tuch hier die Ränder abwische. Das mache ich gleich nach der Aufnahme nochmal, damit keine Molasse oder Tabakblättchen hier am Rand kleben. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns jetzt wieder und rauchen zusammen. So, Freunde, der Kopf ist fertig. Wir haben ihn zusammengebaut. Ich hoffe, ihr habt euch noch einen Kopf gebaut, dass wir jetzt zusammen rauchen können. Aber bevor wir zum Rauchverhalten kommen, würde ich einfach mal euch noch etwas anderes zeigen. Nämlich, ich habe ja vorhin schon erwähnt, diesen Kopf gibt es in drei verschiedenen Varianten. Unter anderem die hier. Ich habe den Namen Lettering. Die Variante heißt Lettering. Dann gibt es noch zwei andere, deren Namen ich wirklich vergessen habe, weil ich mir die, auch wenn ich mir die so oft durchlesen würde, nicht merken kann. Aber ich blende euch jetzt hier ein Bild ein. Dann ist zwar der Kopf nicht zu sehen, aber ich blende euch ein Bild ein. Also, das ist Variante Nummer 2. Variante Nummer 2 erinnert mich ein bisschen an, ja, wie soll ich das sagen? Ein bisschen an Harry Potter. Ich weiß nicht warum. Kann sein, wegen des, ja, wegen des Musters, weil mich das irgendwie ein bisschen erinnert wie an dieses eine Haus von Harry Potter. Ich bin jetzt kein Harry Potter Fanboy. Ich habe gezwungenermaßen alle Filme einmal gesehen, aber ich habe mir absolut nichts gemerkt irgendwie. Auf jeden Fall, dieses Modell erinnert mich irgendwie an Harry Potter, aber schöner. Und das hier ist Variante Nummer, nee, zwei hatten wir gerade. Variante Nummer 3. Variante Nummer 3 ist, also da ist das Muster über dem ganzen Kopf verteilt. Von oben, unten, rechts, links und so weiter und so fort. Und das erinnert mich irgendwie an, ja, an was erinnert mich das? An ein abstraktes Mandala, oder? Ich weiß nicht. Irgendwie erinnert mich das an ein abstraktes Mandala. Und mich würde mal interessieren, welchen Kopf oder welche Variante ihr nehmen würdet. Den, den ich habe, Variante Nummer 2 Harry Potter oder das Mandala. So, schreibt mal in die Kommentare und dann antworte ich euch drauf, weil Geschmäcker sind unterschiedlich. Mir hat jetzt aber der Lettering besser gefallen, deswegen habe ich mir den geholt. Und warum ich so lange quatsche, fragt ihr euch, weil die Kohlen sind drin, aber das muss noch aufgeheizt werden. Also zumindest so natürlich mit den Kohlen von Natur aus, sage ich mal, aufgeheizt werden. Wie nennt man das eigentlich? Jedenfalls, ihr wisst ja, worauf ich hinaus will. Nicht direkt anziehen, sondern erstmal den Lotus warm werden lassen. Und apropos Lotus, genau dafür ist der Kopf konzipiert. Für jegliche Heatmanagement-Devices. Unter anderem, wie hier zu sehen, der Lotus 2. Als auch der Lotus 1 Plus. Als auch der Lotus 1. Oder die Smokeboxen von AO oder von Kaya oder. Hauptsache, der Durchmesser stimmt. Und bevor ich jetzt wirklich zum Rauchverhalten komme, mit diesem Kopf, wenn man alleine raucht, schaffe ich dank des Tabakvolumens ungefähr 2 Stunden. Dann ist die Kohle auch klein, da hilft auch ein Deckel kaum. Und so weiter, ihr kennt das ja, ihr kennt das Spiel ja. Jedenfalls, wenn man, also damit kann man locker alleine 2 Stunden rauchen, weil halt, ja, da passt nicht viel, es sieht viel aus. Das Tabakdepot sieht viel aus. Aber mehr als ungefähr 20, maximal 23, 24 Gramm, je nachdem, wie ihr jetzt den Kopf vollpackt, passen da eigentlich nicht rein, es sei denn, ihr drückt und so weiter. Und ich würde sagen, zu dritt oder viert kann man damit ungefähr, also auch locker mindestens 1,5 Stunden durchziehen. Ja, also es ist ein relativ normaler Tabakverbrauch. Auch von der Länge kommt man damit mit einer
Dreier-, Vierer-Gruppe, wenn man zusammensitzt, schon auf 1,5 Stunden Minimum. Wenn man den Kopf gut gebaut hat, wenn besonders der Tabak gut ist, kommt man auch etwas länger drum, mit hin. Länger mit hin, das wollte ich sagen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, oder wie ihr mich kennt, lange Rede, gar keinen Sinn. Kommen wir mal zum Rauchverhalten. Und ich glaube, ich schneide das jetzt ab hier, weil ich glaube nicht, dass beim ersten Zug, besonders mit meiner kleinen Babylunge, weil mir jetzt schon durch das ganze viele Reden die Luft ausgeht, sofort so eine Wolke rauskommt. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, ich bin kein Streamer, der irgendwie mehrmals die Woche streamt und extra den Kopf bzw. den Tabak hochbaut mit viel Kontakt, damit es halt geil aussieht, wenn man eine große Rauchwolke hat. Jedenfalls, jetzt kommt der Schnitt und wir sehen uns gleich beim Rauchen wieder. Ich werde ein paar Züge rauchen und wenn ihr eine Pfeife anhabt, auf Ehre, rauchen wir zusammen und dann kommen wir zum Rauchverhalten als auch zum Fazit. Ja, ich könnt die Ringe, ich habe manchmal so Tage, da kann ich die Ringe übermäßig geil, also da könnte ich mir einen drauf jacksen, Alter. Und dann gibt es Tage, so wie heute, da verkacke ich einfach. Ich weiß nicht warum. Es gibt auch Tage, da kann ich pfeifen und dann gibt es Tage, da kann ich nicht pfeifen. Warte. Naja, okay, so halbwegs ist okay, aber einer der Tage, wo ich es nicht kann. Ich rede irgendwie so viel, aber so wenig zum Thema, ey. Ohne Scheiß. Ja, tut mir leid, wirklich. Aber wie gesagt, auf Ehre, wir rauchen noch ein bisschen. Und nein, ich rede jetzt nicht so viel. Oh, verschluckt. Ich rede jetzt nicht so viel und zögere das raus, weil ich das Video so lange wie möglich haben will. Ihr könnt auch einfach überspringen, so juckt mich nicht. Es geht auch einfach nur darum, ein bisschen mit euch in Kommunikation zu bleiben. Und ihr könnt ja jetzt gerade, was ihr denkt, in die Kommentare unten schreiben. Und dann können wir ja darüber ein bisschen reden, auch wenn es ein bisschen zeitversetzt ist, weil ich mache jetzt und drehe und dann seht ihr es gleich und dann schreibt ihr es erst und dann kann ich erst antworten. Bisschen verzögert die Kommunikation, aber wir können uns ja einfach vorstellen, dass das alles zeitgleich passiert und dass wir eine harmonische Runde haben und zusammen rauchen. Ich sollte echt aufhören, so viel Scheiße zu reden, Alter. Jetzt kommen wir wirklich zum Rauchverhalten. Naja, okay, das mit dem Ring lasse ich jetzt einfach mal. Also, Rauchverhalten ist top, wie ich schon gesagt habe. Alleine locker 2 Stunden, je nach Tabak, wenn der Tabak gut ist, dann natürlich 2 Stunden oder vielleicht auch länger, je nachdem. Ihr könnt auch Kohle nachlegen, natürlich. Könnt ihr auch machen. Und wenn ihr in einer größeren Runde raucht und die ganze Zeit gezogen wird, wie bei einer, ja, wie soll ich jetzt sagen, ohne dass es frauenfeindlich ist oder irgendwie für Kinder unangemessen, wie bei einer Prostituierten, die den Pullermann leer saugt. Komisches Beispiel. Aber ihr könnt dran ziehen und trotzdem in der Viererrunde auch mindestens 1,5 Stunden rauchen. Und ja, das Rauchverhalten ist einfach top. Es lässt sich als Anfänger als auch als Fortgeschrittener locker flockig schön bauen, je nachdem, wie lange man sich Zeit lässt. Aber auch relativ schnell, würde ich mal sagen. Unkompliziert. Und damit würde ich sagen, es ist einfach ein Kopf, der mir mundet, dem Auge mundet. Ich hoffe euch auch. Mich würde jetzt wirklich eure Meinung interessieren. Und es ist einfach ein Kopf, den ich mit Herz, hier mit Herz, weiterempfehlen würde, weil der einfach bombastisch aussieht, sich geil rauchen lässt, als auch sich geil bauen lässt. Man kann da Tabak reinstopfen. Man kann aber auch weniger nutzen, je nachdem, wie lange man rauchen will und ob alleine oder nicht. Ich wiederhole mich gerade zum 80.000. Mal. Ich weiß, tut mir leid,
Aber das muss einfach gesagt werden. Und genau, das war's jetzt auch einfach. Wenn ihr aber noch Fragen habt, die ich zu 1000% vergessen habe, im Video zu erwähnen, schreibt es unten in die Kommentare und ich beantworte sie. Und ich würde jetzt sagen, ich rauche noch gemütlich den Kopf zu Ende und wir sehen uns dann, was für ein Tag ist heute? Das Video kommt heute raus, Freitag, beziehungsweise kommt, für euch ist jetzt Freitag. Dann sehen wir uns am Dienstag weiter, wieder, meine Fresse. Ich hoffe, ihr habt abonniert, wenn nicht, tut es einfach, auf Ehre, Glocke abonnieren und so. Instagram habe ich auch mehrmals eingeblendet, wäre auch nice, wenn ihr uns da folgen würdet. Und so weiter. Ich habe eigentlich gesagt, was ich sagen will. Ja, bleibt gesund. Und eine kleine Anekdote habe ich noch. Hat nichts mit Shisha zu tun. Aber Pfand gehört neben den Mülleimer, weil es gibt Leute, die leider durch wenig Rente, durch allgemeine Armut drauf angewiesen sind. Und es ist einfach menschenunwürdig, wenn die die ganze Zeit in der Mülltonne rumwühlen müssen und das will sich keiner anschauen und ich glaube auch nicht, dass die Leute sich dabei gut fühlen, besonders wenn, auch wenn nur eine Person oder ein Kind der Person dabei zuguckt. Deswegen Pfand immer neben den Mülleimer stellen und genau, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, ich wünsche euch ganz viel Gesundheit, ganz viel Glück und wir sehen uns wieder. Hoffentlich ganz bald, hoffentlich schon am Dienstag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und damit würde ich sagen, guten Rauch, lasst es euch gut gehen und bleibt gesund und natürlich die Hygienemaßnahmen einhalten, auch wenn es uns unfassbar nervt. Haut rein, tüdelü. Ja, den habe ich jetzt verkackt. Ich mache jetzt noch ein auf Flex, ein bisschen mehr Rauch, auch wenn es bei meiner Babylunge nicht ganz so gut hinhaut. Tüdelü.